Oh Mann, ihr Typen irrt euch. Ich habe euch schon mal gesagt, es gibt nur eine Möglichkeit, hier rauszukommen. Und zwar, indem du das Chocobo-Rennen gewinnst, das da oben in der Gold Source abgehalten wird. Und es kann nur ein Teilnehmer auf einmal aufgehen. Was? Nein, echt, auch wenn du mich bedrohst. Regeln sind Regeln, da kann ich nichts ändern. Sonst würde das ganze System hier durcheinander kommen. Und das kann ich nicht machen. Okay, okay, ich lasse einen darauf gehen. Danach muss er es mit Dio aufnehmen. Also, okay. Cloud, geh du. Wir warten hier unten. Beeil dich und gewinn das Chocobo-Rennen, damit wir hier rauskommen. Jo. Ja, viel Glück, Cloud. Hast du dich entschieden? Jetzt brauchst du nur noch einen Manager. Und du musst dich anmelden und dir einen Chocobo besorgen. Hi, ich habe zufällig deine Geschichte gehört. Esther? Ich wäre dein Manager. Nun, ich habe nichts dagegen, aber... Das ist Esther. Sie sieht vielleicht ein bisschen komisch aus. Aber es gibt keinen besseren Manager für die Rennen. Das ist so unhöflich. Also dann, naja, Cloud. Also los geht's, Cloud. Ich schicke dich mit dem Aufzug rauf. Esther erklärt dir die Details. Jo, jetzt können wir unser erstes Chocobo-Rennen machen, wovon wir aber noch ca. 500 haben werden, weil wir einen goldenen Chocobo holen. Also, so war das. Ich werde mal direkt mit Dio reden. Konzentriere dich nur auf das Rennen. Ach ja, um nochmal auf die andere Frage zurückzukommen. Es gibt viele verschiedene Arten von Chocobo-Jockeys. Es ist nicht nur für Kriminelle. Manche Leute geht es um Berühmtheit, manche nur um das Geld, manchen Leuten geht es nur um die Ehre. Und dann gibt es noch die Leute wie dich. Oh ja, ich bring dir bei, wie man auf einem Chocobo reitet. Keine Lust. Ja, ist easy. Also, man drückt Kreis, dann sprintet der Chocobo. Man lenkt ein bisschen. Und, ja, wenn man die Schultertasten gedrückt hält, ist das so ein Trick. Bist du neu hier? Hi, Joe. Hey, Esther, du bist hübsch wie immer. Danke. Lass mich vorstellen, Cloud. Das ist Joe, einer der Top-Chocobo-Jockeys, der deinen schwarzen Chocobo. Nett, dich kennenzulernen, Cloud. Wenn du Esther gehörst, dann... Hey, er ist ein aufstrebender Jockey. Er ist erst seit einem Tag hier und hat es schon hier raufgeschafft. Was? Achso, ich verstehe. Also, was hast du da unten gemacht? Entschuldigung, hier wird nicht über die Vergangenheit nachgefragt. Ziemlich interessant, ich habe das Gefühl, ich werde dich wiedersehen. Oh ja. Na dann, bis später, Cloud. Ich schaue mal nach dem Chocobo, warte hier mal ein bisschen. Aber hier sieht man schon was, da liegt was, da liegt was. Und zwar eine neue, hier, Beschwörungssubstanz. Hallo, Typen. Werde ich übermütig, Geschick spielt keine Rolle mehr, wenn du erstmal im Rennen bist. Okay. Laufe ich die ganze Zeit im Kreis. Wow, 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 wow. Das Rennen fängt gleich an. Die Jockeys fürs nächste Rennen bitte zum Sattelplatz. Ich wiederhole. Nein. Aber ich muss husten. Ah. Hallo. Da laufe ich halt weiter im Kreis. Aber hier kann man gar nicht im Kreis laufen. Cloud! Weil es hier nur acht Bewegungsrichtungen gibt. Danke, dass du gewartet hast. Das ist ein Chocobo, den ich selbst trainiert habe. Der verliert nicht leicht. Oh ja, weißt du, wie man vor einem reitet? Ja. Na dann, viel Glück. Okay. Wenn wir Select machen, dann können wir manuell machen. Und das mache ich auch. Und links ist meine Ausdauerleiste, die sich wieder auffüllt, wenn ich die Schultertasten gedrückt halte. Dann kann ich jetzt rein... Und ein bisschen lenken. Mit X macht man... Oh. Ey. Platz da. Platz da. Auf jeden Fall werden wir noch ganz, ganz viele Chocobo-Rennen machen, die ihr wahrscheinlich aber nicht sehen werdet, weil ich den goldenen Chocobo offscreen holen werde und nur wichtige Fakten aufnehmen werde. Also halt zum Beispiel, wo man was machen muss und so ein Zeugs. Aber hier so, man muss da jeden Chocobo auf Level S bringen, glaube ich. A oder S, weiß ich nicht mehr genau. Muss ich nochmal gucken. Und auf jeden Fall, erst ist man im
in der C-Klasse, dann muss man 3 Rennen gewinnen, dann in der B-Klasse 3 Rennen gewinnen, dann in der A-Klasse 3 Rennen gewinnen und dann ist man S. Und das muss ich mit, weiß nicht, insgesamt 8 Chocobos oder so machen. Und das dauert ziemlich lange und deswegen werde ich das nicht aufnehmen, weil es auch einfach langweilig ist, wenn ihr jetzt die ganze Zeit hier immer sowas seht hier. Es gibt auch nur 2 Strecken, eine lange, eine kurze. Ich nehme immer die kurze, weil es einfach schneller geht. So, jetzt habe ich vielleicht keine Power mehr. Irgendwie ist der verdammt lahm, der Chocobo. Ich verstehe es nicht. Okay. Aber ich scheine trotzdem zu gewinnen. Der Chocobo ist aber echt sehr, ziemlich lahm. Egal, ich hab's geschafft. Oh, war super schwer. Ja, hallo. Danke. Und wir sind frei, wir sind frei. Herzlichen Glückwunsch, jetzt ist alles in Ordnung. Ach ja, der Besitzer hat mir gesagt, ich soll dir diesen Brief geben, wenn du gewinnst. Junge, wenn du diesen Brief liest, dann musst du einen Sieg errungen haben, den du bestimmt verdient hast. Ich habe von Esther über Dian erfahren, dass du gewonnen hast, verspreche ich dir. Da du gewonnen hast, verspreche ich dir, dass du mit all deinen Freunden begnadigt wirst. Und dass ihr alle freigelassen werdet. Ich habe euch auch sozusagen als Entschuldigung ein kleines Geschenk für dich vorbereitet, für die Reise. Es tut mir leid, dass ich dir dies nicht persönlich sagen kann, aber ich bin ein sehr beschäftigter Mann. Mit freundlichen Grüßen, Dio. Ein Geschenk? Mein Handy klingelt. Cloud, ist das nicht fantastisch? Der stellvertretende Geschäftsführer ist gerade vorbeigekommen und hat einen Buggy für dich dagelassen. Jetzt kannst du ohne Probleme durch Wüste und Flüsse fahren. Okay, Cloud, ich warte draußen. Sauber. Der Brief geht noch weiter. PS, ich habe vor kurzem Sephiroth kennengelernt. Er muss viele Fans unter Jungs deines Alters haben. Warum besorgst du dir nicht seine Unterschrift? Er scheint in Richtung Süden des Flusses nach Gongaga gegangen zu sein. Meine Fresse. Sephiroth. Jetzt heißt es also Abschied nehmen. Ja. Na, wenn du je deinen eigenen Rennschokobo hast, komm wieder mal vorbei. Ich kümmere mich um deine Anmeldung und alles andere. Bis dann. Wir werden uns wiedersehen, Mädchen. Okay. Ich versuche die alle irgendwie jetzt gerade so auf ein Level zu halten. Ja gut, den Cloud kann ich nicht wegmachen. Okay, 17. Ist ja bei 17. Ah, ich trainiere jetzt erstmal die Yuffie, weil die brauchen wir noch. Später. Weil die muss nämlich auch bald alleine kämpfen. Und da sollte die eigentlich schon ein bisschen was auf dem Kasten haben. Oh. Um einzusteigen, klicke abbrechen, um auszusteigen, niedrige Flüsse, bla bla bla. Kannst selbst in die Juni oder Fahrer einfach mit dem Frachtschiff mit. Ach, cool. Okay, und das hier ist übrigens. Hallo, Kamera drehen. Ah, so, okay. Ich hab's gerade mit einer Luxix gedacht. Das hier ist übrigens Gold Saucer. Sehr interessant. Okay. Gut, da sehen wir Chocobo-Spuren. Wir könnten theoretisch einen fangen, aber wir brauchen gerade keinen. Okay. Okay, ich wollte gerade sagen, es gibt keine Zufallskämpfe im Buggy. Da habe ich mich wohl getäuscht. Und ich habe natürlich auch noch nicht die Yuffie ausgerüstet. Klingenstrahl. Okay, die sind böse, die Gegner. Heiliger Bimbam. Die ziehen ganz schön viel ab. Okay, Nummer 1 ist tot. Jetzt seht ihr auch, wie sich der Strahl verbreitet und auch noch ein bisschen was abzieht. Stirb! Hallo. Sauber. Okay, und du bist jetzt auch vernichtet. Hoffe ich mal. Ja, Wunderbärchen. Okay. Hui! Oh, Eis. Jetzt haben wir auch Eis 2. Geil. Ich hab schon ganz schön viel Kohle. 28.000 Ocken. Da kann man nicht meckern. Okay, jetzt können wir erstmal unsere Leute hier anständig ausrüsten. Wer kriegt das Silberarmband? Du kriegst das Silberarmband. Okay, jetzt können wir erstmal. Oh, das ist immer ein bisschen müßig, dann wieder den ganzen Kack hier wieder zu normalisieren. So. Okay, was hast du jetzt noch da drin? Alle verwandeln, okay. Ramu muss ich auf jeden Fall noch irgendwie unterbringen. Unser neuer Aufruf.
Okay. Okay, da habe ich nochmal eine Alle-Substanz drin zum Aufleveln. Ah. Okay. Juffi! Verwandeln, versiegen, Gift. Ah, ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Nehmen wir mal Gift. Bams. Okay. Und jetzt heilen wir uns erstmal schön. Okay. Und weiter geht's. Nun können wir über diesen Fluss passieren. Hui. Und da war noch gerade ein Häuschen irgendwo, da hinten.